Wir haben ein wertvolles Projekt vor Augen, das uns alle betrifft. Unsere Gesundheit, unsere Art zu leben. Das hilft jedem Einzelnen von uns und genau dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. Hallo, mein Name ist Nicole Renneberg. Ich habe ein TV-Studio mit professioneller Technik, ein tolles Team und viele gute Gesundheitsexperten und ein spannendes Projekt. Zusammen möchten wir regelmäßig Sendungen produzieren rund um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit. Sendungen, die ganz anders sind als die vielen Gesundheitssendungen, die Sie bereits im Fernsehen schon gesehen haben. Und dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. Wir berichten über sanfte Medizin, Prävention, Naturheilkunde, neue Therapiewege, ja, Themen über Heilung oder kleine Herzens- und Mutmachgeschichten. Über Menschen, die am Wendepunkt ihres Lebens standen. Über erstaunliche Heilungsgeschichten, die teilweise unerklärlich sind. Eine Talksendung mit spannenden Reportagen und ganz konkreten Anleitungen für ein bewussteres Leben. So verbinden wir in unseren Sendungen etwas, was vorher noch nie da gewesen ist, nämlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Komplementärmedizin mit dem alten Wissen aus der Natur. Denn unsere Gesundheitsexperten zeigen in jeder Sendung, wie sie gesund und entspannt durch den Alltag kommen. Kochtipps für eine bewusste, sinnvolle Ernährung, genauso wie die Anwendung alter, vergessener Heilkräuter aus unserer Naturheilküche. Bekannte Mentaltrainer geben wertvolle und leicht umzusetzende Tipps für ein glücklicheres, bewusstes und entspanntes Leben. Und daraus eine völlig neue, lebendige Sendung für die Verbreitung im Internet zu entwickeln. Und genau das ist unser Ansatz. Die Mauer zwischen der konventionellen Medizin und der komplementären Methoden bröckelt. Letztes Jahr sind wir mit viel Herzblut und Energie mit den ersten Sendungen der Gesundheitslounge in diese Richtung gestartet und waren überrascht, wie groß das öffentliche Interesse hier ist und wie wenig Informationen es in diesem Bereich gibt. Ich habe viele Zuschriften bekommen, viele E-Mails, viele Anrufe. Viele Menschen haben gesagt, Frau Renneberg, super, dass Sie so eine Sendung endlich machen, dass so eine Sendung in die Öffentlichkeit kommt. Um eine solche Sendereihe ins Leben zu rufen und professionell und kontinuierlich zu produzieren, sind viele Menschen voller Engagement und Herzblut wochenlang im Einsatz. Die viele positive Resonanz, die wir von Ärzten, Patienten und von Zuschauern und Fachkreisen erhalten haben, bestärkt uns, auf dem richtigen Weg zu sein.